beeindruckend. Ich muss dir etwas geben. Hier. Du hast ein Herz gefunden. Die vier Einzelteile fügen sich zu einem neuen Herzcontainer zusammen. Die Energieleiste wurde erweitert. Unglaublich. Halte es in Ehren. Und mit diesem kleinen Erfolg herzlich willkommen zurück zu Majora's Mask. Ich habe tatsächlich in dieser Session, wie ich im letzten Part sagte, doch einen weiteren Part mit Minispiel gemacht. Und die Session dauert nicht nur einen Part lang, sondern das ist jetzt der zweite. Ihr seht, ich habe 120. Ich habe 8 Versuche gebraucht. Ach, was will ich eigentlich? Und dann habe ich noch 3-mal aus Versehen den Anfängerkurs gestartet. Oh ja, riesige Karte. Ich finde, das ist eine der Sachen, die muss man Majora's Mask auch ankreiden. Das ist zwar jetzt das eigentliche Spiel vollkommen unerheblich, aber diese Minispiele. Ja, so dieses Bogenschießspiel, das war ja da noch okay in der Hinsicht. Aber die anderen, wo du jedes Mal wieder zu dem Typen hinrennen musst und dich dadurch irgendwelche Menüs stundenlang klicken, dass du es nochmal machen willst. Und bei dem gerade musstest du auch noch auswählen, welchen Kurs du denn möchtest. Und dann war der, den du eigentlich gar nicht haben willst, auch noch als erstes ausgewählt. Das ist schlecht gelöst. Hätte man einfach irgendwie, ja, das war nicht so toll. Willst du nochmal? Ja, nein. Fertig, drückst du ja, mach's nochmal. Und bei dem anderen Spiel, wo man von den 2 Blumen aus starten konnte, hätte man dann irgendwie machen können, ja, nochmal starten, ne, von der anderen Blume aus starten oder nein, gar nicht starten. Das wäre kein Aufwand gewesen, das so zu machen. Aber gut. Spinnenhaus am Meer, okay. Hier ist jetzt aber, glaube ich, auch nichts, was mir in der Story weiterhilft, oder? Wenn ich diesen Riss da aufsprenge, was passiert denn dann? Stimmt irgendetwas total Unangenehmes? Und zum Glück habe ich ja hier die epische Bombenmaske. Bumm. Ups. Ist das eher etwa sowas wie im Sumpf, nur halt normal? Hier muss ich mich eigentlich jetzt nicht dran aufhalten, oder? Ich nehme an, hier fehlen mir nämlich auch noch Items. Und irgendwie ist mein Schwert... Ach, ich habe die Maske auf. Ah ja, genau, hier braucht man eh den Reifrad, um überhaupt reinzukommen. Gut, dann ist hier also auch nichts. Schön. Beziehungsweise nicht schön. Brauchen wir hier einen geländegängigen Goron, um hier wieder rauszukommen. Hatte ich schon erwähnt, dass das richtig cool ist in den anderen Gestalten? Ja, das habe ich. Ich habe gerade Majora's Mask kritisiert, da muss ich es an derselben Stelle ja auch nochmal loben. Hier dieses sich in andere Gestalten verwandeln, das ist cool. Das gefällt mir. Und ich meine, das ist ja auch irgendwie eine Sache, die die betrifft halt das Spiel selber so und wie heißt es immer so schön, eine gute Bedienung, da merkt man gar nicht, dass man es bedient, sondern es tritt völlig in den Hintergrund. Eine gute Programmoberfläche fällt einem nicht als gute Programmoberfläche auf, sondern sie fällt einem gar nicht auf. Und genauso ist es auch bei einer Spielbedienung, die sollte dir gar nicht auffallen. Und wenn sie das tut, dann... Außer es ist natürlich jetzt irgendwas Innovatives wie hier, keine Ahnung, bei der Wii da, dieses tolle
Gesten-Ding. Trotzdem ist das Wasser hier sehr warm geworden. Ja, Klimaerwärmung, immer noch. Es kommt meinen Bemühungen nicht gerade entgegen. Das Wasser ist trüb. Ach so, ja, ich habe mich auch verirrt. Ich bin ja auch von der japanischen Ostküste wohl losgeschwommen. Das war der Vorteil. Mir fällt mir ein, es ist ja ein Sora, der leblos in der Bucht trieb. Aber ich glaube, der käme mir jede Hilfe zu spät. Ich glaube, den muss ich finden. Kann das sein? Das wäre jetzt irgendwie so... Ich meine, der Typ da hinten hat irgendwie gesagt, ja, die Kleinen müssen hier in das Aquarium rein und so, aber... Das war es ja auch. Aber da ist noch ein Ausgang, kann das sein? Den habe ich ja irgendwie... Ja? Was ist? Hey, was treibt da im Wasser? Sieh doch, da draußen in der Bucht, wo die Möwen kreisen. Wird der Sora sein? Ist da jemand? Bitte! Hilf mir! Ganz super! Ist da jemand? Ja, gut. Kann ich dich irgendwie schieben? Tauche einmal unter ihn drunter und schieb ihn dann zur Seite. Moment, da war eben, wo ich hinter ihm war, war irgendwie, stand da Aktion. Hier, Aktion. Nein, nicht. Aktion. Ach so, das ist, Schiebe ich ihn jetzt? Komme ich vorwärts? Bin mir gerade unsicher. Kommen wir dem Ufer näher? Moment, der Stein da ist gerade unten aus dem Bild gewandert. Komm, Link, nur noch ein Stückchen, halte durch! Du auch! Sora. Ein Sora, der nicht mehr schwimmen kann, da ist aber... Da ist aber irgendwas nicht in Ordnung. Stolpert er aus dem Wasser? Wie so ein Zombie geht er an Link vorbei und der steht und schaut aufs Meer raus und hat vergessen. Der denkt gerade an Zelda. Und hat alles andere vergessen. Oder er hat sich gerade an Ruto erinnert und denkt an Ruto. Wir wissen ja gar nicht. Vielleicht... Ja doch, ja, nee, man weiß gar nicht. Und da bricht er wieder zusammen. Okay, ich bin Mika vom Volk der Zora. Gitarrist in einer Zora-Band. Ich glaube, die sind meine letzten Worte. Willst du es hören? Ich höre. Eins, zwei, drei. Oh, Baby, hör mir zu. Bald beginnt der Karneval. Alle warten auf unseren Auftritt. Aber dann hat unsere Sängerin plötzlich diese merkwürdigen Eier gelegt und hat dann auch noch ihre Stimme verloren. Boah, in der Schädelbucht gehen eigenartige Dinge vor. Eigenartige Dinge. Baby. Oh, Baby, hör mir zu. Ich will nicht betteln, Gerudo-Piraten. Sie haben die Eier gestohlen. Ich wollte die Piraten aufhalten, aber dann haben sie mich aufgehalten. Baby, muss ich nun sterben? Selbst wenn es so ist, finde keinen Frieden. Kein Frieden.
Ich glaube, der soll gerade singen, aber das ist irgendwie nicht so musikalisch. Bitte, jemand muss die Eier retten, bevor die Piraten sie finden. Oh, bitte. Will denn jemand meine Seele heilen? Das war alles. Ich danke dir, Tod. Hast du noch was zu erzählen? Willst du nochmal spielen? Bitte, meine Seele, heile sie. Die Seele soll ich heilen? Und da war, gut. Ja, Entschuldigung, dass ich nicht gesungen habe. Das hätte ich jetzt vielleicht machen sollen. Jetzt in der Höhle der Soras. Die Sora werden mit den Tiefsee-Sound, die Indigo Ghosts. Okay, hier ist die... Hier ist wohl... Irgendwas mit der Band. Der Bandleader, der ist ja in der Milchbar. Der ruft schon wieder so mit Saugen an. Dämliches Viech. Aber Leute, gell, beim Schwertkampf eben habe ich immer versucht. Es war ja eigentlich ganz einfach. Man musste sich ja nur hinstellen, das Ding markieren und dann springen. Und ich hatte irgendwie am Anfang gedacht, ich müsste irgendwie so laufen, dann Z gedrückt halten und dann so springen. Ja, ich kann ja mal versuchen, ihn hier jetzt so zu treffen. Und ihr werdet sehen, das ist irgendwie... Das ist mega scheiße. Ja gut, das ging jetzt. Vor allem, wenn man ja immer aus Versehen rollt und so. Ja, das war blöd. Sora-Spiel. Wer es wagt, Trügel zu zerstören, wird streng bestraft. Ja, dann machen wir das natürlich nicht. Wir sind hier artige Kinder. Wir sind zusammen ein artiges Kind. Und zwar liegen... Gut, diese Viecher hier, die nerven einfach nur. Den ignoriere ich sie am besten. Die sind wirklich eklig. Die mag ich nicht. Da habe ich auch, ja... Da frage ich mich auch nicht, was sie zum Frühstück gegessen haben. So, was gibt's hier? Das Salzfluss, Heimat der Biber. Vorsicht vor starken Strömungen. Hier gibt's überall Kisten irgendwie. Hallo? Moment, seit wann schaut ihr ins Meer? Normalerweise solltet ihr doch, Ich glaube, der Mond mag den Sumpf und er mag das Meer. Die Berge mag er überhaupt nicht. Ja toll, hier kann ich nichts machen. Gut. Ich nehme an, hier ist auch dann irgendwas mit Tauchen nachher. Vor allem, weil ich ja hier irgendwelche Kisten sind hier auch vermutlich da oben. Whatever. Jetzt braucht man da auch den Greifhaken wieder, um da reinzukommen. Gut, also es wurden Eier gestohlen von den Piraten. Und schaut mal, da hinten ist ein Leuchtturm. Ich da auch noch mal gucken gehen. Beziehungsweise hier geht's auch irgendwo lang. Die Möwen hier sind irgendwie ein bisschen komisch drauf, würde ich sagen. Die hören sich seltsam. Oh nein, komme ich hier raus? Ich komme hier gar nicht raus, oder? Kann das sein? Nee, komme ich nicht. Dann will
ich jetzt natürlich ein wenig gepiesagt. Und hier unter Wasser ist auch einiges los. Scheint aber auch sehr schön gestaltet zu sein, alles unter Wasser. Da kann man sich ja schon drauf freuen. Ich komme hier gar nicht raus. Ich glaube, da muss ich auch als Sucher hin. Komm, Link. Nee, geht nicht. Na gut, umsonst hingeschwommen. Tja, dann rede ich, glaube ich, nochmal mit den Leuten da hinten und sage denen Bescheid, dass da ein toter Sora rumliegt. Und dass er irgendwie Hilfe wollte, um seine Seele zu heilen. Ich weiß zwar nicht, was er damit gemeint hat, aber... Boah, die Fische nerven. Du, nervst, hau ab. Wirklich bin ich ja mittlerweile recht... gesundheitlich recht gut drauf. Ich weiß gar nicht, wie viele Herzen habe ich jetzt eigentlich bekommen durch Herzteile. Ich habe ja 2 Herzen bekommen durch die Bossfights und dann bleiben 1, 2 Herzen. Ja, kommt hin. Des letzten Tages. Hier ist auch irgendwie so eine unbehagliche Musik. So, Kollege, hör mal. Wenn der Ozean nicht bald wieder normal wird, werden das Volk der Seeros und auch ich zugrunde gehen. Okay, der interessiert sich auch nicht weiter für die Geschichte, die er erzählt hat. Hilf mir, bitte bring mich in die Gewässer nahe des Nadelfelsens. Interessiert dich dieser Fisch? Es ist ein sehr seltener Fisch, man nennt ihn Seepferd. Ich habe ihn in der Nähe des Nadelfelsens gefangen. Da er, wie gesagt, sehr selten ist, dachte ich daran, ihn am Karneval zu verkaufen. Doch wenn du willst, kannst du ihn haben. Unter einer Bedingung. Hast du ein Bild von einem der weiblichen Piraten? Oh. Was ist das? Naja, vielleicht hast du doch keins. Zwar habe ich ein Bild eines weiblichen Piraten, aber es ist völlig unscharf. Ausgerechnet das Gesicht ist nicht zu erkennen. Ich will nur einen guten Schnappschuss von einer Piratin, egal ob Wache oder Kriegerin. Kannst du mir nicht helfen? Okay, Kollege, was hast du damit vor? Gut, also ihm scheint es schon wichtig zu sein, dass das Bild, das Gesicht zu sehen ist. Also. Gut, das Gesicht soll zu sehen sein. Aber was macht er dann mit dem Bild? Ich meine... Man kann sich ja durchaus... Nee, kann man nicht. Nee. Vielleicht will er das Bild haben, um... Ja, dann überlegt er sich erstmal, ob er sie schön findet, ob sie ihm gefällt. Dann denkt er da so drüber nach, so 1, 2 Jahre vielleicht. Manche Leute brauchen ja ein bisschen länger. Wenn er sich dann entschieden hat, dann versucht er irgendwie sie zu finden. Nee, das macht alles keinen Sinn. Die Eier werden sterben. Ich wollte nur mal sagen, Naruto wurde garantiert nicht in einem Ei ausgebrütet. Das ist nicht richtig. Ja, das ist nur hier so. In Ocarina of Time war das anders. Hm.
Zeit ist ja mal wieder rum für den Part von heute, aber mir ist gerade was eingefallen. Ich meine, der Typ ist offenbar tot oder so gut wie tot. Und er möchte, dass man seine Seele heilt. Wie war das noch bei Damani gewesen? Verdammt, ich kann das Lied nicht mehr. Dabei war es doch so ein schönes Lied. Okay. Ist das Lied der Befreiung gespielt? Du hast die Sora-Schuppen erhalten. Huch, nur die Schuppen? Der Geist eines legendären Gitarristen hat sich in dieser Maske manifestiert. Drücke C, um den Körper eines Sora zu schlüpfen. Drücke nochmal C, um dich wieder zurück zu verwandeln. Da steht der Geist. Schreib dieses Abschiedslied auf meinen Grabstein. Bitte hilf diesem Mädchen. Steht da voll betrübt. Was ist das jetzt? Hier ruht Mikau, der legendäre Sora-Gitarrist. Seine Musik soll unsere Erinnerung an ihn sein. Seine Worte verbleiben hier. Willst du Mikaus Lieder singen? Gut. Ich würde mal sagen, das machen wir dann im nächsten Part. Genau wie wir die Sora-Maske im nächsten Part ausprobieren werden. Da ist tatsächlich die dritte und ich nehme mal an letzte Maske, mit der man sich verwandeln kann. Aber auch das im nächsten Part dann. Hier direkt an Ort und Stelle, wo er gestorben ist, direkt vergraben. Wer auch immer das war. Gut, dann... Der Mond hat gute Laune. Dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschüss!